Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute, ohne Übertreibung, das ist eines der wichtigsten Videos, vor allen Dingen für diejenigen, die kleine Konten haben, denn heute geht es darum, wie ihr mit einem simplen, einfachen Trick in eurem Konto einen Margin Call vermeiden könnt, weil die meisten, die heute dieses Thema zum allerersten Mal hören werden, die werden diesen kleinen Klick, den ihr dafür im Konto braucht, vielleicht noch gar nicht angewandt haben. Und das hängt heute mit einem speziellen Margin-Konto zusammen. Und was das alles ist, darum geht es also heute im Video. Also heute wirklich aufpassen, ganz wichtiges Thema. Wir saßen kürzlich hier zusammen im Büro mit Kunden und wir haben uns über das Thema Margin unterhalten. Und jetzt ist ja beim Thema Margin eigentlich schon viel gesagt, ne? Wie hoch soll man die Margin auslasten, für was gibt es eine Margin und so weiter. Und plötzlich fiel ein Begriff, nämlich SMR, Special Memorandum Account. Und der eine Kunde sagte, ich habe überhaupt keinen Special Memorandum Account. Und der andere sagt, ich habe schon einen, aber da ist relativ wenig Geld drauf. Und ich habe auch schon mal einen Margin Call bekommen, obwohl ich doch noch ganz viel frei hatte. Und deswegen mache ich heute dieses Video, damit ihr alle versteht, was ist ein SMA, was ist ein Special Memorandum Account und warum ist es so wichtig, dass ihr den im Blick habt. Fangen wir mal an. Es gibt, wenn ihr ein Konto habt, wenn ihr ein Margin-Konto habt und wenn ihr halt Optionen handelt und also jetzt nicht nur kauft, ne, da würde auch ein Cash-Konto genügen, wenn ihr ein Margin-Konto habt, dann gibt es zwei Dinge, die ihr beachten solltet bei der Margin. Nummer eins, es gibt die klassische Margin, das heißt also die sogenannte Initial-Margin oder ich glaube jetzt in der neuen deutschen Bezeichnung in der TWS heißt das Ersteinschuss, das heißt, das ist das Geld, was ihr haben müsst, damit ihr über eine Position überhaupt eröffnen könnt. Und die zweite, das ist die sogenannte Maintenance-Margin oder auch Fortsetzungs-Margin. Also das ist das, was ihr auf eurem Konto braucht, wenn ihr die Position über Nacht halten wollt, was ihr ja in der Art von Trading, wie wir es betreiben, immer machen werdet. So. Und jetzt gibt es allerdings natürlich auch noch Regeln der SEC, das ist die US-Börsenaufsicht. Und hier gibt es noch Sonderregeln für sogenannte Reg-T-Margin-Accounts. Ne? Man kann zwei Margin-Accounts unterscheiden, nämlich einmal gibt es die sogenannte Portfolio-Margin. Portfolio-Margin könnt ihr beantragen, wenn ihr mehr als 100.000 Dollar auf eurem Konto habt. Entweder 100.000 oder 110.000, bin ich mir jetzt nicht sicher. Es muss auf jeden Fall weit über ein bisschen was über 100 sein. Ne? Das heißt, alle, die ein Konto haben für weniger als 100.000, für die kommt das sowieso nicht in Betracht. Die haben nämlich jetzt, und jetzt kommt es, immer noch dieses sogenannte Special Memorandum Account. Und dieses Special Memorandum Account, das ist ein Unterkonto eures normalen Margins Accounts und die werden jetzt zusammengezählt. Und es ist ganz wichtig, dass ihr immer genügend auf diesem SMA, wie es abgehört heißt, wie ihr das habt. Und wie wird denn das überhaupt berechnet? Und da will ich euch mal hier was zeigen. Da gibt es nämlich zwei Berechnungsarten. Und zwar, wir fangen mal mit der ersten an. Das ist die hier. Das sieht folgendermaßen aus. Und zwar, um dieses Special Memorandum Account berechnen zu können, wird Folgendes gemacht. Es wird der Vortageswert genommen. Also ihr seht es hier, SMA, 1 heißt Vortageswert. Dann plus minus die Veränderung der Barbestände des Cashs. Warum kann es zu Veränderung der Barbestände kommen? Zwei Möglichkeiten. Einzahlung oder Auszahlung. Das heißt, ihr zahlt Geld in dieses Konto ein oder ihr nehmt Geld heraus. Das landet dann ja hier. Oder aber ihr verkauft zum Beispiel auch oder kauft Optionen. Dann wird ja auch Bargeld rausgezogen oder reingefügt. Verkauft eine Option für 100 Dollar, kriegt 100 Dollar auf das Konto, kommt ihr hin. So, das wird jetzt hier drauf gemacht. Das heißt also, das wird addiert oder subtrahiert, je nachdem, ob Plus oder Minus entsteht. Und dann eben plus das sogenannte Reg-T-Margin, also das, was ihr eh schon habt. Und das ergibt dann diesen SMA-Wert. Das ist eine Möglichkeit, es zu berechnen. Die zweite Möglichkeit, es zu berechnen, das ist die hier. Und zwar, dass man nimmt die Equity inklusive dem Loanwert, das heißt also, was sind meine, zum Beispiel meine Aktienwert, inklusive, wenn ihr euch etwas geliehen habt, also wenn ihr zum Beispiel auf Margin Aktien gekauft habt, also auf Kredit gekauft habt, ihr habt
50.000 eingezahlt auf euer Konto, habt aber für 70.000 Aktien gekauft. Ne? Dann habt ihr hier diese, sind diese 20.000 mit dabei. Und davon wird dann Direct T-Margin subtrahiert und auch das ergibt den SMR-Wert. Und je nachdem, welche nimmt man jetzt, die oder die, immer die, wo das größere Ergebnis rauskommt. Und das ist dann dieser SMR-Wert. Und der muss zwingend positiv am Ende des Tages sein, weil ist er nicht positiv, dann kriegt ihr Margin Calls. Ne? Das heißt, dann stellt euch der Broker im Zweifelsfalle Positionen glatt. Und jetzt ist, warum ist das bei vielen negativ? Und zwar, das ist hat einen ganz einfachen Grund. Ihr wisst ja, wenn ihr bei wenn ihr ein Konto habt, zum Beispiel eben bei CapTrader oder Lynx Broker oder IB Direct, dann seid ihr bei IB UK, ne? Also in England. Und da wisst ihr, da gibt es immer dieses, habt ihr vielleicht schon gesehen, ja, es gibt, die haben ja immer eine Nummer, ne? Also diese Konten heißen ja immer hier U, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann gibt es immer noch ein F-Konto dazu, also das Ganze nochmal. So. Und da ist auf beiden immer Geld drauf. Im Netto-Liquidationswert seht ihr nur das Gesamte. Jetzt kann es aber Folgendes passieren. Und zwar, dass wenn ihr zum Beispiel Cash habt, also ihr bekommt Cash in das Konto rein, dann landet das auf dem sogenannten UK Commodities Konto. Zur Berechnung der Margin wird aber nur das UK Securities Konto herangezogen. Ne? Wer jetzt immer nur zum Beispiel Future-Optionen handelt, dem fällt das gar nicht auf. Aber wer Aktienoptionen handelt, wer Indexoptionen handelt, wer Aktien handelt, da geht eben dieses Geld, diese Prämieneinnahmen landen auf die Commodities. Klingt jetzt komisch, ne? Hat nichts mit Rohstoff zu tun, landet aber auf dem UK Commodities-Konto. Und dann müsst ihr selber rüberschieben in das Securities-Konto. Und das könnt ihr entweder händisch machen oder aber, und das würde ich euch empfehlen, dass ihr das einstellt. Und ich zeige euch mal, wie man das im Konto einstellt. Und zwar, ihr müsst Folgendes machen. Ihr geht in eure Kontoverwaltung hinein und jetzt müsst ihr als allererstes gehen auf Konto verwalten. Ich blende euch mal hier dazu auch ein Bild ein, damit ihr das seht. Da ist das genau der Vorgang dargestellt. Konto verwalten, Einstellungen, Konto konfigurieren. Und dann jetzt hier überschüssiges Guthaben verschieben. Ne? Da müsst ihr drauf gehen. So, und im zweiten Bild seht ihr jetzt, wenn ihr da drauf geklickt habt, auf überschüssiges Guthaben verschieben, da macht sich dann wieder ein Untermenü auf. Und jetzt kommt ihr hier auf den Punkt Überschüsse auf mein Wertpapierkonto. Da müsst ihr dann anklicken, da müsst ihr, wo der Pfeil hier drin ist, da müsst ihr klicken und dann auf Weiter und dann wird das am Ende eines jeden Handelstages übertragen. Und das ist extrem wichtig. Wir hatten jetzt, uns ist es selber so gegangen, in einem Konto, wir haben ein Konto gehabt, was fast 300.000 Euro groß ist und wir schauen jetzt auf dieses Konto und sehen, das sind bloß noch 5.000 Dollar auf dem oder 5.000 Euro auf dem SMR. Und wir denken, wie kann denn das sein? Und dann haben wir gesehen, dass aus irgendeinem Grund mal dieser Haken hier rausgegangen war und auf dem UK Commodities Konto lagen plötzlich 60.000 Euro. In der Gesamtbetrachtung spielt das überhaupt keine Rolle. Ne? Das Konto hat halt immer noch den Wert, aber wir waren an einem Margin Call, weil der Punkt daraus gegangen ist. Also überprüft das bitte, guckt nach. Wenn ihr Portfolio-Margin habt oder der SMA-Wert nicht auftaucht, spielt es keine Rolle. Aber wenn ihr keine Portfolio-Margin habt, okay, wenn ihr das gar nicht beantragt habt, es gibt ja auch Gründe für ein großes Konto, Portfolio-Margin nicht zwingend zu beantragen, aber wenn ihr das gar nicht habt, wenn ihr also keine Portfolio-Margin habt, gerade wenn ihr kleine Konten habt, dann schaut bitte nach, wie groß ist euer SMA. Und wenn das sehr klein ist, lauft ihr Gefahr, Margin Calls zu bekommen. Und dann geht den vorgeschriebenen Wert, wie ich euch das hier gezeigt habe, schaut euch den bitte an und guckt euch bitte an, wie ihr das entsprechend übertragen könnt, damit das automatisch am Ende eines jeden Tages passiert, damit ihr keine Margin Calls bekommt. Das ist wirklich extrem wichtig, gerade jetzt, die Wohlers ziehen an. Ne? Wenn wir mal ein bisschen in Wohlersprung bekommen, dann kriegst du vielleicht ein Margin Call, obwohl deine Positionen gar nicht unter Druck sind, weil einfach dein Geld, was notwendig ist, auf einem falschen internen Konto liegt. Und jetzt nicht streiten, warum das so ist. Bei allen Brokern so. Ne? Hat nichts mit IB zu tun. Das ist auf allen Brokern so. Das ist eine Vorschrift der amerikanischen Wertpapieraufsicht. Und ihr müsst bloß dafür sorgen, dass es eben mit eingerechnet wird. Also, wenn ihr das jetzt nicht alles verstanden habt,
dann spult zurück, guckt euch das nochmal an. Das ist wirklich wichtig. Ne? Das ist kein Unterhaltungsvideo, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und versteht das mit diesem SMR. Ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, euch hilft das was und ihr kommt voran, werdet noch ein bisschen professioneller in eurem Optionshandel. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an den Märkten. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.